Radar verletzt 266 Sachen. Damals hatten wir ganz wenig Nitro. Dann schaffen wir das jetzt. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Need for Speed Payback. Über welche Seite haben wir das damals probiert? Über die andere, oder? Weil hier die Kurve da auf die Brücke, das könnte schwierig werden. Ich verschaffe mir mal ein Gefühl und wir fahren von hier an. Ah, 266 ist schon ein Stück. Ah, schaff noch. Lockerst. 282. Bayern Klacks. Da oben ist ein Street Racer. Dann zum Charlie, zum Underground Soldier und da ist ein Rhino. Neue Tuning-Angebote. Okay. Und eine schöne Kurve voraus. Mist, zu wenig gedriftet, zu wenig Handbremse. Jetzt kommen wir doch an dem Angelina vorbei, ne? Meine ja. Gott, Untersteuern en masse. Oh, eine Fassrolle. Kiste ist auch da, dann nehmen wir sie auch mit. Jetzt geht's aber gleich wieder bergauf von da, wo wir herkommen. Wir verstecken uns im hohen Gras, dann sieht uns niemand. Außer vielleicht ein wildes Pokémon. Wo? Okay. Die wirken nicht so aggro wie beim Fluchtpunkt. Wie beim letzten Fluchtpunkt. Ah, du Arsch, hast mir den schönen Drift versaut. Ruhe nicht in Frieden. Au. Gegen die Hauswand gepresst. Oh. Luftschlag. Max sagt immer, Luftangriff. Erde Mainz 35, wir melden uns ab, unser Wagen hat total Schaden. Okay, einmal sind sie weg. Ja, wir sind auch gleich da. Hier hatten wir schon mal Cops, ist noch gar nicht so lange her. Jetzt hier entkommen, aber die waren 3 Meter hinter uns. Dieser Rückscheinwerfer. Zusammen mit den Rückleuchten. Coole Anordnung, coole Farbgebung. Und das ist was Gutes, ich glaube nicht. Wobei Nitro klingt gut, aber bringt kein Nitro-Zuwachs. 390, aber kostet Höchstgeschwindigkeit. Nö. So, und jetzt wieder da runter. Was steht da? Arg. Lesen. Oh Mann. Kacke, jetzt sind wir gleich im Tunnel. Dass man die Kamera nicht nach oben bewegen kann mit der Maus, das fehlt. Arg Riot. Ich glaube, ich fahre jetzt meinen eigenen Weg. Street Racer zur Linken.
Driftzone 70.000. Brauchen wir den anderen Chevrolet-Wagen. Der richtig gut driften kann. Der kann auch schon gut driften, aber ist dann doch noch zu schwerfällig. Oh, ein Multiplikator mitgenommen. Das ist aber ganz hohe Kunst. 65 Driftpunkte, yeah. Jetzt fahren wir wieder zum Hotel. Hätten auch runterfahren können. Einfach hier? Nein. Nein, das ist zu einfach gewesen. Boah, das klang böse, das Glas-Scherbel-Geräusch. Gucken, ob wir jetzt beim Speedrun eine bessere Leistung erzielen. Und die Lichter gehen aus. Aber wieder hier massiv untersteuern. Ich fahre das nochmal an. Dann muss ich schon in den Drift gehen. Wenn ich da nur langfahren will, dann kommen wir zu weit nach außen. Die Laternen wurden wieder aufgestellt. Fleißig, fleißig. Schnell vom Dreck runter, komm, komm, komm. In den nächsten Dreck und in die Zäune. Das schaffen wir locker. Oh, Köderkiste. Ich muss mitnehmen. Die ist so kurz. 90 Sekunden im schlimmsten Fall. Weiter geht's. Blink, blink, blink. Oh, cooles Bild. Wie die Vorderaufhängung arbeitet in der Luft. Komisches Ding. Oha, damit Zivilist. Oh, damit Zivilist. Wird schon wieder hell. Oh Mann. Jawoll, schöner Drift. Yeah, genau. Was mit A38? Mit dem Passierschein. 217 den Berg hinauf. Mit, was weiß ich, 25% Steigung. Kaum Bäume hier, aber ich treffe sie. So, und schon sind wir wieder hier. Wieder hier. Okay, dann hau ich mal ab. Und diesmal 8 Sekunden schneller. Vielleicht sollte ich eine andere Route wählen. Damit wir nicht mehr an Restaurant Angelina vorbeikommen. Bremsen, das klingt nicht gut. Das wird nichts. Auspuff hatten wir gerade eben schon. Das wird definitiv nichts. Halt. Diesmal fahren wir hier wieder runter. Minimal schneller. Zwar weniger coole Driftkurven, aber wir wollen ja auch endlich mal ankommen. Bei der Nicht-Köderkiste. Das Fortune Resort und Casino. Was für ein trauriger Ort. Selbst der Gambler würde nie hierher kommen. Aber schön ruhig liegt's hier. Eine wunderschöne Landschaft. War nicht mal so schlecht. So, neue Bestleistung. Mal gucken. 281. Weniger Dreck.
Köderkiste. Na, komm. Jetzt ausnahmsweise mal vorbei. Sind ja Ausmaße an wie beim Windpark. Gott, ich lasse eine Köderkiste liegen. Oh, 274? Nehme ich noch mit. Die kriegen wir hin. Wobei, andere Richtung könnte besser sein, oder? Die Kurve ist schon ganz schön mächtig, kurz vor der Radarfalle. Köderkiste, bist du noch da? Ja. Oh. Unterstahlen. Probieren wir es mal von der anderen Seite. Ist die Kurve hier schlimm? Ja, ist auch nicht viel besser. Nur 274. Ah doch, hier ist einfacher. Viel einfacher. Noch mehr Geld eingestrichen. Man bekommt Geld fürs Radarfallen. Auslösen. Wenn es im echten Leben mal so einfach wäre. Radarfalle haben wir schon. 373. Oh, schön, wie die Sonne gerade aufgeht. Ich bleib mal auf der Autobahn. Na, wobei ich hätte abbiegen sollen. Ah. Ab in den Dreck mit uns. Voll abgeschieden, wo wir uns treffen, ne? Zumindest unser Hinweg ganz schön abgeschieden. Ach, hier haben wir doch diesen einen Chip gesehen hier hinten, oder? War das hier hinten? Wobei, hier ist kein Tor. Hm. Hier meine ich noch mindestens ein Chip liegt. Hier sieht's aus. Arkwright. 380 empfohlen, wir haben 19 Punkte mehr. Der Underground Soldier hat ein Notfalltreffen einberufen. Um von seinen jüngsten Entdeckungen zu berichten. Er hat wahrscheinlich etwas enorm Wichtiges gefunden, das du gegen das Haus verwenden kannst. Ja, hier haben wir ihn zuletzt auch abgesetzt. Dann wollen wir mal lauschen. Boah, der Wagen. Sei nicht sauer, aber das Haus ist an mir dran. Ich verlasse den Staat und tauche unter. Was? Hey! Warte, hör zu. Ich habe was gefunden. Was Großes. Den Schlüssel, um das gesamte System zu stürzen. Du musst ihn Samantha bringen. Samantha? Broker, die Daten wurden gerade auf dein Telefon hochgeladen. Du kriegst es mit Cops und dem Haus zu tun. Ich habe dir Koordinaten geschickt. Da wirst du sie los. Samantha, Gänsehaut, Need for Bin Speed, Underground. Broker ist nicht die Einzige, die stinksauer ist. Das hier ist meine Pflicht als Underground Soldier. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Wer hätte das denken können? Der Underground Soldier. Und die Undergrounderin oder Brokerin. Echt jetzt, Leute? Boah, was ist denn hier los? Vollversammlung. Was ist los? Achso, Straßensperre. Jess hätte jetzt noch am Ende sagen müssen, Komma, Samantha. Wer ist jetzt die Hüterin? Das muss man herausfinden. Wo bist du? Ich bin unterwegs, mit der halben Welt im Nacken. Viel Glück! Straßensperre, juhu, ohne. Corino. Ohne Nagelbänder. Autsch. Hat er wieder einen Kollegen zerstört, der Rino? Der Rino-Einheit.
6,3 Kilometer, 40 Sekunden noch. Sieht machbar aus. Oh Gott, Brückenpfeiler, Bäume und wilde Korvetts. Korvetten. Jetzt. Soldier, was war so wichtig, dass du deshalb verschwinden musstest? In was zur Hölle bin ich da nur reingeraten? Straßensperre zu errichten. Boah, abgesperrt. Ist richtig. Da auch schon wieder. Aber einen Weg lassen die immer frei. Einen lassen die immer frei. Ich ziehe abgesperrt. Upala. Oh, oh, jetzt haben sie uns. Vielleicht bald nicht ganz. Mist. Oh, kacke, kacke, ich muss zurück. 10 Sekunden noch, das ist nichts mehr. Ich muss aber erstmal hier aus diesem kleinen Zwick raus. Oh, wir müssen, ach, Ablenkung, um die Straßensperre zu kommen. Oh, 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 oh. 5 Sekunden schaffen wir nicht mehr. Mist. Krach. Wir sind da hochgefahren, nur um dann wieder auf die Autobahn zu springen, weil davor eine Straßensperre war. Biegen wir nicht einfach hier schon ab. Viel Spaß bei der Reparatur. Bäume schützt mich. Schön. Ich will jetzt mal abwarten, wo die sich hinfredinisieren. Und dann weiterfahren. So, Leitplanke umschippert. Jetzt kann es losgehen. Verstanden, linke 130. Zentrale an alle Einheiten. Die halbe Patrouille unterstützt. Boah, Schikane, alles Schikane. Stand hier vorher nicht gerade auch noch eine Straßensperre? Ey. Genau. Toll. Das kostet massiv Zeit. Hier, Kacknasen. Finger weg, wir müssen hier in Ruhe hochfahren. So zeitig wieder nix. Oh nein, oh, ich dachte schon, wenn der uns so langsam umdreht, das Spiel, also im Sinne von wir drehen uns selbst langsam um, dann wird das doch nichts mit. Wir kommen hier weiter, aber das kriegen wir sowieso nicht mehr in zeitlich. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt schon bei 7 Sekunden. Wir müssen viel mehr Verfolger zerstören. Und zwar jetzt, ab sofort. Ganz viele. Oh. So gut sind wir vorher stehen geblieben. Waren die vorhin auch schon da? Wir haben sie gar nicht mitbekommen. Zumindest ich nicht. Brauchen wir schon Unterstützung, genau, durch Verfolgerzerstörung, sonst wird das zeitlich nichts. Selbst jetzt wird es schwierig. Nee, das können wir knicken. Wobei, Zeit gut geschrieben. Das dürfte nichts mehr werden. Das zerstört sich keiner mehr. Bombs. Nächster Versuch, Nummer 3. Die Nova 1% Club. So, weg hier. Na gut, fahren wir erstmal ein Stück weit unten lang. Auf der Straße. So, nach links. Ah. Wenn sich da jetzt 20 Autos zerstört hätten, hätten wir genug Zeit gut geschrieben bekommen. Negativ.
Hoppa. Das war knapp. Ah, das war nicht knapp, das war genau getroffen. Zivilist auf Zivilist geschossen. 29 Sekunden, ob das was wird? Mal gucken. So, hier kommt da gleich die Nagel, das Nagelband. Wo war das Loch dann in der Mitte? Da steht gerade ein Zivilist davor. Gleich kommt das Nagelband. Braucht kein Öl. Da blinkt's gelb, da war ein Nagelband. Na, fahren wir lieber den Leuchts vorbei, ja. Die rammen sich wieder gegenseitig. Oh, Nagelbänder am Fahren, wurde gesagt. Da ist ein Chip, wir müssen nochmal zurück. Habt ihr das rechts gesehen? Da war ein Chip. 16 Sekunden. Schon mal weiter als letzten Versuch bekommen. Ab jetzt. Treffe ich jetzt die Bäume? Nein. Wir kommen auch weiter als beim bisher besten Versuch, beim ersten. 3,3 Kilometer noch. 14 Sekunden über. ...360 im Tunnel. Oh Gott, das wird jetzt schon wieder zeitlich eng. 3 Sekunden ist wieder nichts. Wow! Wir dürfen zu Beginn nicht so viel Zeit verlieren. Da dürfen wir uns nicht in irgendwelche Quetschereien einlassen. Also, sehen wir mal nächste Folge zu, dass das was wird. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.